So, hallo Freunde der Spiegeltour, kurz mit Cam den Start für eine neue Aufnahmesession für Total War Warhammer mit den Norskar. Wir haben alle nördlichen Stämme vereint und haben auch schon in der Chaoswüste diesen mächtigen Chagott besiegt und waren jetzt gerade auf dem Weg, wenn ich mich noch recht entsinne, beim Ende der letzten Aufnahmesession, dass wir nach Westen sind, weil die Bretonen uns einfach angegriffen haben. Die kamen übers Meer geschippert und haben uns geärgert, sind aber jetzt wieder auf dem Weg zurück. Deshalb werde ich einfach rübergehen, deren Land niederreißen und mich dann freuen. Und danach schauen wir mal, was wir machen. Ich habe zwar auch, glaube ich, Krieg mit den... Ah nee, Nordland hat, glaube ich, Frieden mit mir zurzeit. Genauso wie die Kislev-Leute. Deshalb kann ich den Osten erstmal vernachlässigen und einfach nur den Ausbau vorantreiben. Und dann schauen wir mal, was Sache ist zukünftig. So. Und da Total War Warhammer bis jetzt ohne Kamera war, mache ich jetzt die Kamera auch wieder aus. Hilft auch der Performance. Weil die Kamera mit dem Rausschneiden... Jetzt verstehe ich endlich, warum viele YouTuber und Streamer sich nicht rausschneiden. Das kostet richtig Leistung. Dieses Rausfiltern. Mal kurz gucken, wo waren denn meine beiden Armeen? Ja, da kam ich mich gerade erst wieder. Und hatte das Problem, dass das Chaos nicht sich vernünftig hier ausbreiten kann. Und die andere Armee wollte ich ein bisschen aufbauen. Bist du schon in der richtigen, im richtigen Gebiet? Ja, bist du. Den Reiterhof noch upgraden. Warum wird es endlich ein bisschen schöner, wenn wir grüne Landschaften haben in den Schlachten, anstatt dieses ganze Schneegestöber ständig. Das finde ich nämlich ziemlich anstrengend. Boah, ein Kriegsmaul kostet 2200. Ich produziere mal welche für... mein Haupthelden, der kann die ja nachher abholen und Truppen tauschen. Genauso wie die Hautwölfe, wenn die gepanzert sind. Gucken wir mal. So, erstmal haben wir die öffentliche Ordnung stabilisiert. Und die Chaos-Korruption auch. Jetzt schafft er mit seinen beiden Helden nicht mehr uns zu ärgern. Da auch direkt ein Altar der Verderbnis. Dann kannst du dich per Gewaltmarsch auf den Weg machen. Hierhin, um dann die Armee in den Empfang zu nehmen. Kerporn-Stamm, das wird Ork sein unten, ne? Die Winterzahnkrone. Throck ist ein gewöhnlicher Troll. Er mag so stumpf und wild wie jeder andere Troll erscheinen. Doch seine Mutationen bescherten ihm auch eine finstere und böse Gerissenheit. Und so ist er weithin als hinterhältiger und erbarmungsloser Killer bekannt. Er hat sich selbst zum König aller Trolle und Monster ernannt. Und die größten Helden ziehen regelmäßig nach Norden im Versuch, ihn niederzustrecken.
und jedes Mal macht der Trollkönig ein Festmahl aus ihnen. Gerade erst hat Trock den jüngsten unglückseligen Herausforderer verspeist und nun starrt er auf die gebrochenen Leiber seiner halb verzehrten Mahlzeiten. Er kratzt sich an seinem deformierten Kopf und ärgert sich plötzlich fürchterlich. Ihm ist eingefallen, dass seine wertvolle Winterzahnkrone jetzt schon viel zu lange fehlt. Vor vielen Monden wurde sie ihm direkt unter der Nase gestohlen. Und Trock will sie wiederhaben. Sie ist ein wertvolles und mächtiges Artefakt. Und noch viel wichtiger, wenn er endlich seine Pläne für eine neue Eiszeit umsetzt und alle Völker der alten Welt versklavt, wird die Krone zum Symbol seiner neuen Position. Nicht mehr nur Trollkönig, sondern Herrscher über alle. Trock entschließt sich, gen Süden zu ziehen und sich zu holen, was ihm gehört. Dabei plant er, alles zu töten, was ihm unterwegs begegnet. Denn wenn die Reiche der Zivilisation schon so erpicht darauf sind, gegen ihn und seine bestialischen Untertanen zu kämpfen, kommt er diesem Wunsch nur zu gern nach, mit allen Monstern des Trolllandes an seiner Seite. Ehe Trock die Suche nach der Krone beginnt, muss er mit dem Bau einer neuen Beutekammer seinen Gehilfen Lust auf neue Überfälle machen. Die stinkenden Bestien sabbernden Mutanten und gequälte Verrückte, die mit ihm die Südlande plündern, während er seine Krone sucht und seine Pläne der Weltherrschaft verwirklicht. Ja, Pinky und der Brain. Ja, Pinky und der Brain. Genetisch manipuliert und auch noch ziemlich hell. Und doof. Wo müssen wir denn dann hin? Ach, da wird noch gar nichts gesagt, weil ich die Beutekammer erst bauen muss irgendwo. So, plus 1 Verderbnis, immer noch minus 5 Ordnung. Das liegt alles nur an diesen dämlichen Agenten, die hier rumlungern. Plus 10% Angreifer verwunden, Nahkampfangriff. Dann versuchen wir das mal zu verbessern. Beziehungsweise versuchen wir mal die Agenten auszuschalten. Barbarenstreitwagen, Führerschaft 79, Nahkampfangriff, Nahkampfabwehr, Angriffsbonus 76. Das sind die gepanzerten Barbaren. Davon habe ich in meiner anderen Armee auch noch 0. Einkommen durch Ausrauben, 50% auf Siedlungen der Bretonen. Ah, die Forschung hatte ich ja gemacht. Um mal zu schauen, was hier noch zu holen ist. Zerstörung von Bretonen, ja. Doppelte Erfahrung beim Kampf gegen Bretonen. Man muss also wirklich vom Forschungsbaum her schon vorplanen, was man denn als nächstes angreifen will. Das finde ich super. Moment, dich gebe ich ab.
Dich gebe ich ab. Oder die barbaren Jäger lieber. Und weiter geht's. Danke, dass du die Einheiten für mich aufgehoben hast, Troll. Bauen wir hier den Beutehaufen. Da wurde übrigens in den Kommentaren geschrieben, dass der Beutehaufen minus 1, 1% Einheitenunterhalt auf der höchsten Stufe gewährt. Natürlich, wenn ich davon einen Haufen habe, ist das schon ganz cool. Ach, jetzt haben sie sich zurückgezogen. Weil mein Held hier rumsteht. Ich stelle ihn ein bisschen auf, dann generiert er wenigstens EP. Erfahrung. Zu Deutsch. Experience zu Englisch. Ah, die Bretonen sind wieder gewachsen. Ihre Konföderation wurde erweitert. Aber unsere Kampfstärke wird ausreichen, um sie alle zu vernichten. Und die nordischen Völker werden wachsen und gedeihen. Okay, Breton Stärke Rang 4. Da sollten wir das Nordland erst auslöschen. Räuber des Ostens. Ich sag, nee, ich muss ganz außen laufen. Nee, das akzeptiere ich nicht. Kann ja nicht sein, dass ich auf der anderen Seite an Land gehen kann. Wir sind Nordmänner, da werde ich ja wohl vom Wasser aus irgendwas angreifen können. Leider wird es mit Warhammer 2 auch keine Schiffskämpfe geben. Ah, da kann ich anlegen. Dann bin ich aber im Gebiet von... Ah, ist schon okay. Dietershafen, es wird fallen vor den angreifenden Horden des Nordens, zum Beispiel den Mammuts. I like taking Empire Men's skulls as trophies for my... Natürlich wollt ihr Frieden, weil ihr Angst vor uns habt. To the four corners. I'll handle it. Wir brauchen eure Stadt, um einen Hafen heraufzubauen.
Ich werde doch mit den Bestien einfach reinrennen können. Obwohl, die haben natürlich viele Hellbahn-Truppen. Die gegen große Feinde hilfreich sind. Die schleudern einfach mit Barbaren tot. Und wir haben einfach erfahrene Soldaten. Das wird schon. Man hört sie zittern in ihrer Anlage. Das sind die gepanzerten Wölfe. Die haben einen Schulterschutz bekommen. Wo sind die normalen? Ja, okay, die haben jetzt auch keinen Lederschutz oder sowas. Womit haben die sich eigentlich eingewickelt? Ist das ein Tuch? Es sieht so ein bisschen aus, als wenn sie sich mit Bacon eingewickelt hätten. So eine super lange Bacon-Schnur. Das macht sie vielleicht wilder. Die Bacon-Werwölfe. So, die Welle hoch, auf jeden Fall meine besser gepanzerten Leute. Und die gepanzerten Wölfe sollen mal das Tor sprengen. Irgendwas Fernkampfmäßiges da? Mörser und er trifft nur sich selbst. Rennt, ihr faulen Barbaren! Sonst haben die dreckigen Wölfe das Tor schon zerstört, bevor ihr auf den Mauern seid. Holt ihr ihren General und fress ihn auf. Starte, du musst weg. Ah, jetzt startet er, gut. Nee, er hängt fest. Lauf! Drache! Und jetzt flieg übers... Nee, stell dich doch hier wieder oben auf die Mauer. Was sagt das Tor? 91% Torschaden. Männer, haltet alles auf, was durch dieses Tor kommt. Oh mein Gott, dafür habe ich mich nicht eingeschrieben. Ich bin heute ein bisschen auf Droge, es tut mir leid. Und ich verliere meinen Frostwurm.
Nein! Er flieht! Entweder hat er Angst oder er flieht. Gut, er kann noch fliehen. Flieh, meine geflügelte Kampfbestie! Mein Gott, der Mammut ist echt heftig. Kein Wunder, dass es nur ein Einzelner ist, ey. Aber die Werwölfe, also diese Hautwölfe, die sind auch einfach nur krass. Die springen da rein. Da sind schon die ersten tot wieder. So, die fliehen auch alle auf dem Wall. Ah, Musketenschützen. Die werden auch von meinen Wölfen noch gefressen. So, ihr holt die von hinten. Weiter, ihr müsst auch vor. Das Blut ist sonst gleich alle. Jetzt fliehen sie alle. Gute Arbeit, meine Monstrositäten. Der Norden ist stolz auf euch. Didi. 86 Verluste. Das sind nur so wenige, weil ich ja überhaupt keine richtigen großen Einheiten mehr habe. Sondern das ist ja alles Monstrosität. Da sind gerade mal 24 drin. Wenn einer davon stirbt, ist ja die Hölle schon los. Boah, 6000 beim Ausrauben. So, und Außenposten einrichten. Ich müsste hier 9 Runden auf den Kriegsmammut warten.
Geben wir unseren Anführer mal ein Schlachtross. Oder? Nee, mehr Einkommen durch Plünderer und so weiter ist ja alles Blödsinn. Who's next? Hm, das geplünderte Gold hätte ich auch ausgeben können mal eben, aber... I've little time for talking, but much time for killing. Nein, danke.